Aus unseren Studien wissen wir, was Menschen im Job wirklich wichtig ist. Die Kollegen, die Wertschätzung und der Chef. Und genau darüber berichten wir in unseren Emotions Insider Podcasts. Stepson hatte riesiges Glück, dass er zu klein geraten ist. Wenn er einen Kopf größer geworden wäre, wäre Gerd wahrscheinlich heute Basketballprofi. So leitet Gerd Grabul jetzt das SMR-Team in Österreich und ich durfte ihn für Emotions Insider interviewen. Ich freue mich sehr, Gerd, dass du dir Zeit nimmst. Ja, danke herzlich, Rudi, für diese Einladung. Es ist, glaube ich, jetzt für mich das gefühlte erste Mal, dass ich bei so einem Podcast und sonstiges mitmache. Und bin schon gespannt, wie unser Call jetzt da weitergehen wird. Sehr gut. Gerd, nachdem dich ja nicht alle kennen, würde ich dich einmal kurz bitten, vielleicht kannst du dich einmal in 1 bis 3 Sätzen kurz vorstellen. Wer bist du? Was macht dich aus? Was sollte man über dich wissen? Also ich bin der Gerd Grabul jetzt, bin jetzt seit 2 Jahren und 3 Monaten bei Stepstone und leite den SMR oder auch besser gesagt den Telesales-Bereich. Das ist eine Vertriebseinheit mit aktuell 17 Kollegen, die den österreichischen Markt, also den KMU-Markt mittels Telefon versuchen, unsere Stellenanzeigen an den Mann zu bringen. Ich persönlich bin dreifacher Familienvater, also habe 3 kleine Jungs, 2, 7 und 9, verheiratet. Und eigentlich eines meiner wesentlichsten Eigenschaften ist die, dass ich immer gut drauf bin. Es steht ja hinter allem, steht ja immer so ein Wofür. Dieses Wofür stehe ich in der Früh auf, wofür putze ich mir die Zähne und wofür gehe ich ins Büro? Was glaubst du oder was würdest du sagen, ist dein Wofür? Mein Wofür? Ich meine, ich habe jetzt ja den ersten Konzern gefunden, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass wir etwas Sinnvolles tun. Wir versuchen den Perfect Match zu generieren, dass Unternehmen, die jetzt jemanden, einen Kandidaten suchen, auch einen Kandidaten finden. Weil mit jedem Abschluss, mit jedem Deal, den wir an Land ziehen, heißt das im Grunde für uns, dass wir versuchen, jemanden zu finden, der das Unternehmen bestmöglich supportet, unterstützt und auch im Unternehmen glücklich wird. Mhm. Wenn man so über Telesales spricht und Telesales so am Markt etabliert, ist ja das oft so ganz eng am Callcenter-Thema dran. Und bei Callcenter ist es immer so, dass man sagt, das ist ein Job, der kann nicht Spaß machen, weil besteht eigentlich nur daraus, dass man viele, viele Menschen hintereinander anruft, keine persönlichen Beziehungen aufbauen kann und das eigentlich irgendwie abarbeitet. Wie siehst du das oder wie sind deine Mitarbeiter das? Wie ist das bei dir im Team? Also natürlich gehört das Telefon zum Job dazu im Telesales-Bereich, aber es ist für mich, glaube ich, schon die höchste Liga eigentlich des Verkaufs. Ich sehe nicht die Person gegenüber, ich weiß nicht, wie die ausschaut, ich weiß nicht, wie die reagiert. Das heißt, ich habe nur meine Stimme, um da bei den Kunden zu punkten. Und daher gehört das Telefon halt wirklich zu unserem Daily Business. Und wenn ich mir denke, dass ich da jeden Tag unterschiedliche Personen anrufe, in unterschiedlichen Situationen und Lebenslagen, da kann man schon im Laufe der Zeit, wenn man nicht nur den ersten, zweiten, dritten Kontakt, sondern wenn man schon öfters angerufen hat, eine gewisse Beziehung aufbauen. Und ich glaube auch im Telesales ist eine Beziehung wirklich immens wichtig, um zu wachsen, gemeinsam zu wachsen, um sich auszutauschen, um sich wirklich ehrliches Feedback zu geben und vieles andere. Wenn du sagst, du hast jetzt 17 Leute in deinem Team, ich denke, das wird wahrscheinlich ein ganz bunter Haufen an Menschen sein. Man erlebt das sicher recht viel. Wenn du jetzt einmal drüber nachdenkst, so die Zeit, die du jetzt bei Stepstone bist, ist irgendwas in deiner Erinnerung, wo du sagst, das werde ich so nicht mehr vergessen, weil es ganz was Besonderes war? Also bei Stepstone sind eigentlich viele Sachen besonders. Ich glaube, das sind in erster Linie mal die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also in erster Linie mein Team. Aber natürlich haben wir immer wieder Situationen, die es eigentlich uns wirklich leicht machen, ins Büro zu kommen und Spaß zu haben. Also wir hatten zum Beispiel mit meinem Team, habe ich auch etwas unternommen vor kurzem, also noch im heurigen Jahr. Und zwar, wir haben gemeinsam Laserdeck gespielt, weil sie sich das verdient haben, weil wir das Jahr 2020 mit einem Rekordumsatz gestartet haben. Und es war schon wirklich lustig, wenn man so die Meute sieht, wenn sie da herumhirschen. Also da hatten wir echt viel zu lachen. Mhm. Wenn man jetzt im Prinzip auf dein Team nochmal schaut, hast du ja auch eine große Altersspanne. Das heißt, du hast Generationen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, du hast sowieso Personen, die auch aus unterschiedlichen Schichten kommen und die in Wahrheit aber dann unterschiedliche Wertvorstellungen auch haben. Wie kriegt man sowas unter einen Hut?
Das ist, glaube ich, immer eine Frage der Führung und der Menschlichkeit. Also ich bin ein sehr sozialer, menschlicher Vorgesetzter meines Erachtens. Und ich bin auch sehr kommunikativ und rede mit den Menschen sehr gerne. Und ich glaube, wenn ich dementsprechend auch die nötige Wertschätzung mitgebe, kann man, glaube ich, mit allem gut zurechtkommen. Und ich glaube, das macht es auch für mich ziemlich spannend, weil ob ich jetzt mit jemandem, der 24 ist, rede oder mit jemandem, der 55 ist, rede, das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das, glaube ich, kann ich relativ gut. Nachdem ja dein Team keine Insel ist, sondern dein Team ja auch ein Team in einem großen Team ist, wie schaut es mit den Schnittstellen aus? Wie würdest du die charakterisieren? Wie läuft so die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bei StepStone? Wodurch ist die geprägt? Geprägt durch eigentlich durchgängig nette, sympathische, freundliche, kooperative Leute, die gemeinsam, wir sind schon ein Team von aktuell ca. 60 Leuten, die sich in unterschiedliche Abteilungen aufgliedern, wo natürlich der Vertrieb sehr federführend ist, mit, ich glaube, fast 30, ich glaube, es sind fast 30 Kollegen im Vertrieb. Und ich glaube, das Wesentliche ist das Miteinander. Also wir sind ja so eine ziemliche Einheit. Was wir jetzt in den letzten Jahren schon geschafft haben, ich glaube, das können wir uns alle auf die Schulter klopfen und das wirklich anheften, dass wir es gemeinsam geschafft haben. StepStone hat also eine eigentlich sehr schöne Mission. We help people to find the job they love. Wenn man jetzt sagt, wir sind ja alle dann gefangen in einem Tagesgeschäft und dieses Tagesgeschäft lässt uns ja diese Mission oft vergessen. Wie kann man sie trotzdem dann wieder in diese Welt zurückholen, zu sagen, am Ende des Tages tun wir etwas, was der Menschheit da draußen hilft? Das ist ja, glaube ich, das Wesentliche und das sollte eigentlich oder ist bei uns definitiv im Vordergrund. Und wenn es dann am Ende des Tages, dass es im Vertrieb immer so zu einem Service-Call kommt und das Unternehmen kann Bescheid geben, wir haben jemanden gefunden, wir können jetzt die Anzeige offline nehmen, das sind, glaube ich, so diese Erfolgsgeheimnisse und diese Erfolgsmomente, die einfach den Seller quasi das nötige Mittel geben, um einfach weiterzumachen. Nachdem wir uns ja gerade über den Traumjob unterhalten haben, oder StepStone ja in einer Traumjob-Mission unterwegs ist, was wolltest denn du als Kind einmal werden, Gerd? Gute Frage. Also, so wirklich, was ich als Kind machen wollte, ja, ist mir Basketball-Superstar gewesen, ja. Dafür bin ich zu klein. Dafür wissen Sie. Aber du jonglierst heute auch mit vielen Bällen sozusagen, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Mit drei Kindern zu Hause, ja. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Abschlussfrage. Was macht denn Gerd, jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Person, das ist ja ganz spannend, was macht denn Gerd glücklich? Was mich glücklich macht, ist, wenn ich einfach glückliche Menschen um mich herum habe, die sich auch weiterentwickelt haben im Laufe der Zeit, wo man einfach die Zeit zusammen verbringt. Also es gab immer wieder Beispiele bei uns im Team, wo man schon dachte, okay, das wird nichts oder das wird vielleicht etwas. Aber wenn man dahinter steht, wenn man den Mitarbeiter quasi unterstützt, für ihn da ist, alles Mögliche, ob es jetzt disziplinarisch, fachlich, einfach supportet, dann sieht man auch am Ende des Tages, dass sich da was tut. Dass man festgehalten hat. Das sind für mich so die schönsten Momente. Wunderbar. Gut, dann sage ich Gerd, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, dass du da dir Zeit genommen hast und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, Rudi, für mich auch.